Guten Tag, liebe User bei mnnews.de. Wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Hallenbad Süd in Ludwigshafen. Die Stimmung war hervorragend für das Spitzenspiel in der Wasserball-Bundesliga Süd zwischen Ludwigsburg und dem Gastgeber Vorwärts Ludwigshafen. Die Ludwigsburger in den blauen Kappen im Angriff. Sie sind der Tabellenführer der zweiten Bundesliga Süd und sie möchten auch aufsteigen. Das ist Ziel in dieser Saison 2009-2010. Hier gingen sie in Führung mit 1:0 nach 45 Sekunden Spielzeit. Trainer Thomas Gebert vom WSV musste auf einige Stammkräfte krankheitsbedingt verzichten und so wurde es natürlich eine schwere Begegnung aus Sicht der Ludwigshafner. Der WSV fand schwer ins Spiel, vergab einige gute Torgelegenheiten zu Beginn und konnte sich bei seinem Torhüter bedanken, dass sie nicht schon früh höher in Rückstand gerieten. Auch der nächste Angriff der Ludwigshafner führte nicht zum gewünschten Erfolg und die Ludwigsburger nutzten die Gelegenheit mit einer herrlichen Direktabnahme zur 0:2 Führung. Ein ebenfalls sehenswerter Treffer führte zum Anschluss zum 1:2. Am Ende der ersten 8 Minuten stand es 2:4 aus Sicht des Tabellenführers. Der Anschluss zum 2:4 erzielte hier in den Winkel Oliver Görke für den WSV. Bereits im zweiten Viertel machte sich die individuelle Stärke der Ludwigsburger mehr und mehr bemerkbar. Hier war es Robert Krohe mit dem Treffer zum 3:7. Beim Spielstand von 5:8 wurden dann die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang sahen die 170 Zuschauer den ähnlichen Spielverlauf wie in der ersten Hälfte. Die Ludwigsburger ließen also keinen Zweifel daran, hier die Punkte mit aus Ludwigshafen mitzunehmen. Das war der Treffer zum 7:12. Am Ende dieses Viertels stand es 8:12. Für den Tabellenführer und somit ging es mit 4 Toren Rückstand in das letzte Viertel. Das dritte Viertel begann hoffnungsvoll aus Sicht der Ludwigshafner. Hier gelang gleich zu Beginn der Anschlusstreffer zum 9:12. Durch einen schönen Angriff über die rechte Seite abgeschlossen, schafften die Ludwigsburger wieder den 4-Tore-Vorsprung 9:13 herzustellen. Oliver Görke setzte den Schlusspunkt für die Ludwigshafner. Sein Treffer zum 10:14 war auch gleichzeitig der letzte Treffer für die Ludwigshafner und somit ging das Spiel an die Gäste aus Ludwigsburg. Damit bleibt Ludwigsburg Tabellenführer mit einem Verlustpunkt in der zweiten Wasserball-Bundesliga-Gruppe Süd, gefolgt von Mannheim-Leimen, die 2 Verlustpunkte haben und am Wochenende einen Kantersieg bei München mit 17:2 einfuhren. Hier endete das Spiel mit 10:17, damit rutscht Ludwigshafen auf den 5. Tabellenplatz ab mit 4 Verlustpunkten. Wir beenden unseren Beitrag mit dem Hinweis, am 27.02. kommt es zum Derby zwischen Ludwigshafen und Mannheim-Leimen. Stimmen zum Spiel wie immer im separaten Trailer auf www.mrn-news.de. Auf Wiedersehen!